Willkommen zum verrückten Rückblick der Miraculous-Folge Rockstars. Wie der Name schon andeutet, geht es diesmal um Rockstar Jagged Stone. Er hält sich für den Größten, sein Manager aber nur noch für den Zweitgrößten. Da Techno-DJ XY, sein Nachname ist wahrscheinlich Z, in den Charts weiter oben ist, soll Jagged seinen Style anpassen. Und wer ist die Beste für diesen Job? Genau, Marinette, die auch schon seine Eiffelturmbrille verbrochen, designt hat. Bitte schön. Crazy. Sind Sie sich sicher, dass es am Cover liegt? Was sollen wir denn sonst ändern? Die Musik etwa? Während sich Marinette an die Arbeit macht, hat Jagged nichts Besseres zu tun, als XY auf Social Media zu stalken. Was er da aber findet, gefällt ihm gar nicht. Hey Jagged, du bist so alt, dass du deinen Führerschein auf dem Dinosaurier gemacht hast und deine Frisur ist auch doof. Jagged reagiert nicht so gut. Und als Tierexpertin weiß ich, dass Krokodile keine Tablets essen sollten. Aber wütender Jagged heißt glücklicher Hawkmoth. Flieg los, mein kleiner Flattermann, und bereite mir Akuma-Fun. La 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 la. Ein schöner Tag in Paris. Das Fenster müsste es sein. Wer will hier makromatisiert werden? Ah, halt! Die Gitarre schaut gut aus. Gitarre-Villain, my man! Ich verwandle dein Krokodil in einen coolen Drachen. Wenn du mir die Miraculous bringst, darfst du auch drauf reiten. Yeah! Ist gebongt! Vor Jaggeds Hotel sieht Marinette inzwischen Adrien mit Chloe vorbeilaufen. Tiki, ich bin eifersüchtig. Das ist mir egal. Du hast meine Birne in der Tasche eingeklemmt. Sorry, tut mir leid. Als in der Hotellobby allerdings unser neuer Bösewicht auftaucht, wird Chloe eh schnell entsorgt. Dafür ist Fang das Krokodil überglücklich, jetzt ein Drache zu sein. Oh, war da gerade ein Drache? Also ein Flugzeug war das auf jeden Fall nicht. Schnell, hinter dem extra dünnen Baum verwandeln. Gitarre-Villain rockt inzwischen durch die Straßen. Naja, ist eigentlich gar nicht so uncool, was er da macht. Da rocken sogar die Tauben. Voll guter Sound, Alter. Okay, das ist allerdings nicht so cool. Cat Noir ist auch schon vor Ort. Mach dich mal nützlich. Ja. Aber lieber ein Drache bleiben. Also. Und dann bringt er gleich sein Herrchen zum Fernsehsender, um noch ein Hühnchen mit XY zu rüpfen. Ladybug und Cat Noir schaffen es beinahe, ihn vorher zu retten. Aber. Hey, warte mal. Sehe ich cool aus oder sehe ich cool aus? Weg war er. Als Gitarre-Villain seinen Gefangenen zum Eiffelturm bringt, sind Ladybug und Cat Noir so motiviert, ihn zu retten, dass es gleich Abend wird, bis sie dort ankommen. Wir wollen noch schnell was snacken. Da hier heute Abend auch XYs Konzert stattfinden sollte, hat Gitarre-Villain eine Menge Publikum. Das merkt auch Ladybug und krallt sich gleich mal ein Reittier zum Angeben. Drachenreiten leicht gemacht. Schau mal, Cat Noir. Probier mal ein Looping. Wow! Zeit für den Glücksbringer, der diesmal sehr direkt eingesetzt wird. Und weil XY so ein Schaumbolzen ist, wird er nicht nur gerettet, sondern darf auch den Akuma befreien. 1, 2, 3 und eingetütet. Jagged Stone ist wieder der Alte. Cat Noir holt sich ein Autogramm zum Verhökern im Internet. Und Fang? Wäre wohl lieber ein Drache geblieben. Der Arme. Und was ist mit mir? Ich bin derjenige, der hier leidet. Ich brauche eine heiße Schokolade. Eine Eilmeldung. Das schönste Albumcover-Design aller Zeiten wurde gerade released. Man munkelt, es ist von einer Schülerin. Ende gut, Album gut.